Willkommen zurück. Wir wollen jetzt unsere Ausführungen zur Elastizität auf den Punkt bringen. Mit der Punktelastizität. Bei vielen Dingen kann man Dinge diskret sehen. Ja? Also man kann zwischen 1 und 2 wählen. Also man springt von 1 nach 2. Oder man springt von 1 ganz, 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 ganz wenig nach rechts. Und das sind wir in der Differentialrechnung und auch und haben dann die Elastizität in einem Punkt der Nachfragekurve. Ja? Wir haben hier unsere Formel, die wir vorhin auch schon benutzt haben, nur nicht in einem Punkt. Wir haben immer noch die Veränderung, ja, der nachgefragten Menge, die prozentuale Veränderung der nachgefragten Menge durch die prozentuale Veränderung des Preises. Also die Gesamtelastizität ist immer noch die gleiche. Also wie viel Prozent verändert sich die nachgefragte Menge für 1% oder für eine kleine Änderung des Preises. Wenn wir das aufschreiben, die prozentuale Änderung ist das und das, ja, und wir nennen dann, wie üblich, die Veränderung von P ist dann P2 minus P1, ja, wobei P1 vorher ist, P2 nachher. Wenn wir jetzt nochmal die Brüche richtig schreiben, sehen wir hier diese Formel. Also es ist noch nichts Neues, aber wir sehen hier, dass das ja so ähnlich wie eine Steigung ist. Also für eine lineare Funktion ist das schon die Steigung. Im Allgemeinen müssen wir dann nochmal, also für eine lineare ist das der Kehrwert der Steigung und für eine nichtlineare, da müssen wir das Delta P gegen 0 gehen lassen, dann ist das hier der Kehrwert der Steigung in dem Punkt. Das wird vielleicht noch ein bisschen klarer, wenn man Analysis betreibt, aber es geht einfach darum, die zwei Punkte, die wir messen, ja, diese Veränderung des Preises ganz, ganz, ganz klein werden zu lassen. Dann haben wir die Elastizität in einem Punkt. Gut, wir nennen das die Punktelastizität. Wir erinnern uns daran, dass die Nachfragekurve, die ja auf der Y-Achse P hat, eigentlich die veränderliche Variable und Q auf der anderen, also das ist ja die inverse Nachfragefunktion. Und normalerweise müsste es andersrum sein, aber ist es nicht. Man muss nur daran erinnern. Das heißt, wir müssen umschalten. Wir müssen umschalten und wir wollen jetzt mal, weil wir viel mit linearen Nachfragefunktionen arbeiten, wollen wir gucken, wie sich die Elastizität entlang einer linearen Nachfragefunktion verändert. Dafür müssen wir natürlich erstmal umschreiben, weil wir, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück, hier hinten steht ja dQdP. Ja, die Steigung von der Nachfragefunktion, also der inversen der Nachfragefunktion, nicht der inversen Nachfragefunktion. Ja. Die Steigung von unserer Nachfragefunktion wäre ja dp dq. Gut. Also müssen wir es erst nochmal umschreiben ein bisschen, also wäre es äquivalent, ob ich so oder so schreibe. Ja, ich löse einfach einmal nach q auf oder nach p auf. Das ist das Gleiche. Okay. Für irgendwelche Aufgaben, die es zu bewältigen gibt in der Klausur oder Übung oder in der Vorlesung, immer aufpassen, was ist hier gegeben? Muss ich erst noch umformen oder muss ich nicht umformen, um die Elastizität auszurechnen? Okay? Alles klar. Für eine lineare Nachfragekurve Q A minus B, das ist aber eine lineare Funktion. Wir haben hier einen Achsenabschnitt, wir haben hier die Steigung. Hier müssen wir noch was ausbessern. Es ist minus die Steigung. Die Steigung ist ja minus B hier, also kriegen wir da ein Plus hinten. Wir haben hier das P und unten das ist ja gleich Q hier von hier oben. Ja. Also so einsetzen. Und dann können wir uns fragen, wann ist das gleich 1, wann ist es kleiner 1 und wann ist es größer 1. Ja. Also wenn wir dann sagen, wenn wir wissen wollen, wann ist die Nachfrage elastisch, also größer als 1, fragen wir uns, wann ist ED größer 1? Das ist äquivalent zu BPA minus BP.
Größe 1, das können wir umformen. Da habe ich also BP Größe A minus BP. Dann bringe ich das auf die andere Seite. Da habe ich also 2BP Größe A oder P Größe A durch 2B. Nach dem Punkt. Also habe ich, wenn der Preis größer als A durch 2B ist, die sind ja gegeben für jede lineare Nachfragefunktion, dann habe ich eine elastische Nachfrage. Und jetzt kann ich natürlich hier auch kleiner hinschreiben oder gleich hinschreiben. Da kriege ich auf der rechten Seite auch A durch 2b raus und dann kleiner oder gleich. Ja. Daraus folgt, wenn p gleich A durch 2b ist, ist die Elastizität gleich 1. Wenn der Punkt ist elastisch, also größer 1, wenn p gleich Größe A plus 2, A durch 2b ist und kleiner 1, wenn das so ist. Das können wir dann auch noch auf einer Nachfragekurve zeigen. Ja, wir haben hier den Punkt. Diese Nachfragekurve hat die Formel 3, der Achsenabschnitt. Dann habe ich die Steigung ist 3 durch 12. Ja, haben also ein Viertel. Also ist die Funktion ist P ist 3 minus 1 Viertel Q. Ich will aber nicht P da haben, sondern Q, also forme ich um. Ich bringe, können wir gerade mal machen hier auch nochmal, ich bringe ein Viertel Q auf die andere Seite und P auf die andere Seite, habe also ein Viertel Q gleich 3 minus P und dann mal multipliziere ich beide Seiten mit 4, kriege Q gleich 12 minus 4P und das ist, was wir hier haben. Jetzt wissen wir, dass A gleich 12 ist, B gleich 4, A durch 2b ist also 1,5. Dann haben wir hier p gleich 1,5. Das entspricht einer Menge von 6. Also wissen wir, an dem Punkt ist die Preiselastizität gleich 1. Und hier ist sie größer und hier ist sie kleiner 1. Das hat Folgen nachher. Zum Beispiel wissen wir, dass ein Monopolist nie hier unten anbietet. Ja, das werden wir nachher noch erklären. Es ist einfach wichtig zu wissen, erstmal, dass diese Elastizität nicht nur von der Steigung abhängt, das sieht man ja hier, ja. Die Steigung ist überall gleich, aber die Elastizität ist nicht überall gleich in den Punkten. Gut. Hier einfach mal, das können Sie sich ja, zu Hause gucken, was hohe und was niedrige Elastizitäten haben. Salz braucht man halt, also alles, was man braucht, unbedingt hat eine niedrige Elastizität. Benzin kurzfristig. Wichtig und vielleicht auch heute noch wichtiger, kurzfristig ist es schwierig, auf Benzin zu verzichten. Heute ist es schon ein bisschen anders. Ja, ich kann ja auch Elektroauto umfragen. Also die langfristige Nachfrage nach Benzin ist auf jeden Fall größer geworden. Wir sehen hier Tabakwaren kurzfristig. Interessant, das Salz ist wichtiger als scheinbar Zigaretten. Aber warum ist das inelastisch? Weil es halt abhängig macht. Ne? Dann sehen wir so Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen. Ja, so Essen im Restaurant zum Beispiel ist relativ elastisch. Frische Tomaten. Ich brauche sie gar nicht, aber auch relativ elastisch. Kann man halt schätzen, solche mal. Das machen Leute. Sie sehen unten, das hat der hier gemacht. Anderson et al. Hat das gemacht. Können Sie gerne nachlesen, aber einfach mal so als zum Interesse. Okay. Jetzt wollen wir die Amoroso-Robinson-Formel einführen und quasi die Elastizität und den Grenzerlös verbinden. Das ist einfach Mathe, aber es ist eine relativ interessante Sache, weil ich nachher sehen kann, je nach Marktform, wie der Grenzerlös aussieht. Ja, wenn ich Ihnen dann zum Beispiel sage, dass für eine einzelne Firma in vollständiger Konkurrenz die Elastizität der Nachfrage unendlich ist, dann wissen Sie gleich, dass Preis und Grenzerlös gleich sind. Ist eine schöne Formel. Ja? Gut, was ist der Erlös? Ja? Erlös ist Preis mal Menge, ja, P mal Q. Was ist der Grenzerlös? Es ist die Ableitung
des Erlöses nach der Menge. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil ich mache das immer abgekürzt, aber es ist P, ja, mal umgekehrt, sorry, P von Q, also Preis hängt ja von der Menge ab, ja. Wenn die Menge sich verändert entlang einer Nachfragekurve, verändert sich auch der Preis. Also müssen wir aufpassen, müssen wir die Kettenregel anwenden, wenn wir diese Ableitung bilden. Das machen wir auch gleich. Wir machen das erstmal hier Freestyle und dann gucken wir. Also wir haben hier die Ableitung von P von Q mal Q. Wir leiten nach der Menge ab. Wir haben die Produktregel hier, nicht die Kettenregel, ich Mist geredet. Die Produktregel hier. Wir leiten den ersten Term ab nach Q. Wir Osama Bin Laden. Wir leiten den wir leiten ab erst den zweiten Term nach Q, das ist einfach ja, bequem. Es gibt 1, also haben wir P von Q. Dann haben wir plus dP von Q nach Q mal Q. Ja? Da sehen wir, dass wenn sich der die Menge verändert, der Grenzerlös sich verändert, A, P. Und ich habe hier noch den zweiten Teil hinten und da verändert sich noch was, weil Q ja auch den Preis verändert. Ja. Jetzt können wir hier noch ein bisschen rumspielen. Ich schreibe jetzt nur noch P, nicht P von Q, um es ein bisschen einfacher zu gestalten. Ich kann hier P ausklammern, kriege ich 1 plus dP dQ. Dann muss ich, weil ich ja hier muss ich P, also Q durch P machen. Sie können sich jetzt davon überzeugen, dass wenn ich hier das mal das ist P und P mal das ist das hier. Stimmt also noch. Wenn ich jetzt noch die, wenn ich jetzt gucke, was das ist, also stellen Sie sich mal auf den Kopf und gucken sich das an und da werden Sie rausfinden, das ist minus die Elastizität der Nachfrage. Also wie wir sie, wir haben die ja positiv definiert, also ist das hier 1 minus 1 durch die Elastizität der Nachfrage. Und das ist die Amoroso-Robinson-Formel, benannt nach zwei Ökonomen. Und hier sehen wir, dass der Grenzerlös Elastizität der Nachfrage zu tun hat. Ja. Und wir sehen zum Beispiel, wenn die Elastizität unendlich ist, dann ist der zweite Term hier 0 und der Grenzerlös ist nach dem Preis. Und wir sehen auch, dass in jeder anderen Marktform, also wenn das nicht unendlich ist, das gilt, der Grenzerlös ist kleiner als der Preis. Ja. Jetzt können wir das nochmal schön aufgearbeitet sehen hier. Amoroso-Robinson-Formel. Also haben wir jetzt auch, wir können jetzt auch die Nachfragekurve verbinden mit dem Grenzerlös. Ja? Weil wir können ja gucken, wenn der Grenzerlös jetzt positiv oder negativ sein soll, können wir ausrechnen. Ja? Also zum Beispiel hier, wenn wir sagen, der Grenzerlös soll positiv sein, dann muss P mal 1 minus 1 durch ED muss positiv sein. Jetzt kann ich durch P teilen, das fällt weg. Ich habe also dann stehen 1 größer 1 durch ID. Und jetzt mache ich nochmal den Kehrwert und kriege raus dann die Elastizität muss größer 1 sein. Das heißt, der Grenzerlös ist positiv, wenn die Elastizität größer 1 ist.
Macht das Sinn? Wir fragen uns immer. Also sowas muss man auch nicht auswendig lernen. Ich sage Ihnen immer, Sie müssen nicht so viel auswendig lernen. Aber gucken wir mal, ob ich das auch belegen kann. Nehmen wir mal an, dass die Elastizität der Nachfrage, Preiselastizität der Nachfrage Größe 1 ist. Ja. Das heißt aber auch, dass der prozentuale Anstieg der Menge, prozentuale Anstieg des Preises, ja, Größe 1 ist. Erlös ist P mal Q. Wenn das Größe 1 ist, sagt uns das, dass der Nenner größer ist als der Zähler größer ist als der Nenner und also geht der Erlös nach oben. Ja, so kann man sich das auch merken, meiner Meinung nach. Ja. Der Grenzerlös ist positiv, wenn die Elastizität Größe 1, also wenn er an dem Punkt, an dem die Nachfrage elastisch ist, negativ, wenn sie inelastisch ist und gleich 0, wenn sie einheitselastisch ist. Und wir können jetzt zusammenfassen, wie sich Umsatz- und Preiselastizität der Nachfrage entlang einer linearen Nachfragekurve verhalten. Wir haben also den preiselastischen Teil, da ist die Preiselastizität der Nachfrage größer 1. Und wir haben vorher gesagt, dann ist der Grenzerlös positiv, das heißt eine Senkung des Preises erhöht den Erlös und genauso dann eine Preiserhöhung bewirkt einen Umsatzrückgang, weil der prozentuale Preisanstieg geringer ist als der prozentuale Rückgang der Nachfragemenge. Dann haben wir im preisinelastischen Teil der Nachfrage, in dem ED kleiner als 1 ist, eine Preiserhöhung bewirkt hier einen Umsatzanstieg, merkt man, ja, also es muss ja genau das Umgekehrte sein wie vorher. Und wenn die Elastizität der Nachfrage gleich 1 ist, dann ist in diesem Punkt der Umsatz konstant. Ja, und dann können wir das genauso hinschreiben wie vorher. Der Punkt hier bleibt gleich, da ist ja die Preiselastizität der Nachfrage gleich 1, das heißt also der Grenzerlös gleich 0. Der Grenzerlös ist hier kleiner 0 und oben größer 0. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, bei sowas, ob ich jetzt eine Preiserhöhung oder eine Preisverminderung mache. Wenn der Preis steigt, fällt der Umsatz. Wenn der Preis fällt, steigt der Umsatz. Weil in diese Richtung, wo wir quasi messen, fällt der Preis. Also wenn der Preis fällt, steigt der Umsatz. Das muss man sich am besten intuitiv machen, als wenn man es auswendig lernt, da kriegt man... das ist dann schwierig, meiner Meinung nach. Gut, und das war auch schon das zweite Video zu Elastizitäten. Wir haben jetzt noch ein drittes, wo ein paar allgemeine, wo der Rest besprochen wird, einfach mal so.